Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Randomizer. Beim letzten Mal sind wir hier in den Wald reingekommen und haben mit Cheryl ein bisschen hier zu zweit rumgekämpft und wollen jetzt mal schauen, dass wir aus dem Wald auch wieder rauskommen, nachdem wir uns das Ganze hier eingebrockt haben. Fangen wir doch direkt mal wieder mit den nächsten Kämpfen an. Ja, möglichst keine 2 gegen 2 Kämpfe, damit ihr Cheryl und sich zurückhält. Och, das ist aber süß, dass du einen Riolu hast. Das ist jetzt enorm gefährlich. Da kann ja auch nicht jeder Trainer fantastisches Team haben, wobei der Konter natürlich schon gefährlich ist. Ja, versuchen wir es einfach mal einzuschläfern, dann kann sie mich nicht mehr kontern. Hat auch funktioniert, sehr schön. Gute Arbeit, Jack. So will ich das sehen. Und Riolu schläft. Natürlich ist er aufgewacht. Innerhalb von einer Runde. Also versuchen wir es gleich nochmal. Es hat nochmal getroffen. Hervorragend. Also Genauigkeit mit Schlafpuder läuft gut. Jetzt könnte es bitte länger als eine Runde schlafen diesmal. Oh, es ist tatsächlich schlafen geblieben. Das ist angenehm. Und damit ist er dann auch geschlagen. Ich hatte fest damit gerechnet, dass wir noch mehr als einen Rankenhieb brauchen. Sonst hätte ich nicht nochmal eingeschläfert. Aber gut. Hat ja auch so funktioniert. Das war nicht ganz im Meditite. Aber es war nah dran. Ja, und der nächste, was hast du Schönes an Pokémon? Du hast auch ein Pokémon, Pansy. Und du hast auch einen Jack. Der epische Kampf Jack gegen Jack. Stimmt, Leech Seed funktioniert auf Pflanzen-Pokémon auch hier schon nicht. Das ist keine so neue Änderung, wie ich dachte. Dann macht Floppy das eben. Das dauert mir so lange jetzt, mit Rankenheben draufzuschlagen. Das könnte eine Weile dauern. Sein Angriff ist daneben gegangen. Dieser Psychstrahl trifft allerdings. Und war fast. Ja, natürlich haben wir noch ein bisschen eingeschläfert. Schließlich dürfen wir nicht nur wir damit jetzt akkurat sein. Schauen wir mal, wie lange Floppy zum Aufwachen braucht. Hoffentlich nicht zu lange. Floppy ist aufgewacht. Wunderbar, wenn man nur eine Runde schläft. Das kenne ich so nicht. Normalerweise sind es immer die vollen 5. Ja, gut, damit ist Pansy auch besiegt. Es war wieder enorm schwer. Von da unten sind wir, glaube ich, gekommen. Sollen wir mal schauen, dass wir hier oben irgendwo weitergehen. Mal den Ausgang suchen. Endlich haben wir mal wieder neue Feuer-Pokémon, die wir fangen können, in der Theorie. Vielleicht habe ich bei denen ja etwas mehr Glück. In Zukunft. Wer weiß. Erstmal aus dem Wald rauskommen und dann die Möglichkeit haben, vernünftig Pokémon fangen zu können. Das hätte schon vieles. Jetzt wollen wir erstmal wieder hier weglaufen. Oh, wir haben es durch dieses lange Stück Rasen geschafft. Dann haben wir hier ein Item rumliegen, das wir aber erstmal nächstes Mal angucken können. Und zuerst haben wir es gleich mit zwei Houndoors zu tun. Vor denen laufen wir wieder weg. Bye bye. Diesmal funktioniert das Weglaufen deutlich besser. Guard Specs. Okay. Ich meine, okay, hier brauche ich mir wieder Zerschneider für. Und da haben wir auch schon den Ausgang des Waldes gefunden. Ach, da ist der Ausgang. Wir haben sie endlich hierhin geschafft. Allerdings, ja, du wärst hier wirklich nicht alleine durchgekommen mit deinem Cherim. Was gibt's mir Schönes? Eine Sooth Bell. Nur falls wir mal eine Freundschaftsevolution kriegen, ist das ganz nützlich. Ja, wir treffen uns bestimmt wieder. Bis dahin oder so. Jetzt haben wir Route 205, die andere Seite, wieder gefunden. Gibt's hier irgendwas zu finden? Mehr Zerschneiderbäume? Gibt's hier irgendwas zu finden? Liegt da zufällig ein Item rum? Nö. Dann haben wir bestimmt noch mehr Kämpfe, dann wollen wir erstmal wieder zurück in den Wald gehen, mal gucken, dass wir, was wir so finden. Dass wir irgendwas vielleicht fangen können. Wäre mal nicht schlecht. Ich habe damit nicht Bomis gemeint. Bomis brauchen wir nicht.
Tschüss, Bumi. Dich brauchen wir wirklich nicht, beim besten Willen. Selbst wenn ich mehr Pokémon jetzt tatsächlich fangen möchte in Zukunft, brauchen wir immer noch keinen Bumi. Ja, das hier gefällt mir schon deutlich besser. Mit Wine Whip sollten wir nicht umbringen können. Sogar weit davon entfernt. Sehr gut. Und jetzt muss ich direkt nochmal ein. Kriegen natürlich den Crit und erledigen ihn aus Versehen. Ich habe wirklich kein Talent dafür, Feuer-Pokémon zu fangen. Irgendwie scheint mir das Spiel das nicht erlauben zu wollen. Das ist ein Floatzel. Das brauchen wir auch nicht wirklich. So schnelle, einfache Erfahrungspunkte. Aber mit einem Rankenhieb drauf, dann... Oh, das hat tatsächlich überlebt. Ich bin überrascht. Na, das wird er nicht mehr überleben. Und es sind ein paar schnelle Erfahrungspunkte, wie ich gesagt habe. Wir sollten trotzdem Jack vorne drin lassen, damit wir Gegner einschläfern können, wenn wir irgendwas finden, das wir haben wollen. Machoke wollen wir nicht unbedingt haben. Ich könnte mich aber damit anfreunden, die Simsalas, die wir schon gefunden haben, zu fangen. Oder eben eins von den Houndours zu fangen, wenn wir denn nochmal eins finden. Das ist ein Floatzel. Das ist wieder nicht das, was wir haben wollen. Ja, ein bisschen nach Pokémon jagen sollten wir schon. Mal dem Team auch mal was Neues hinzufügen. Das ist ein Impagator. Ist so doof, dass wir schon selber unser Kanimani-Starter dabei haben. Unser Tyrakrok. Da brauchen wir kein Impagator, kein Wildes. Da haben wir einen Simsala. Das müsste noch Teleport haben. Das heißt, es könnte nicht ganz einfach werden, es zu fangen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Also, das mit dem Pokémon-Fangen funktioniert wirklich nicht so gut, wie ich das gehofft hatte. Aber hier haben wir nochmal die Chance, was zu fangen, was wir haben wollen. Vielleicht machen wir diesmal keinen Crit-Jack. Lässt ihn diesmal bitte leben, damit ich versuchen kann, ihn zu fangen. Das wäre total nett. Ha, die Flintlaw hat sich wieder aktiviert. Wir sind schneller, als wir schneller sind. Boah, kein Crit. So ist das schon besser. Jetzt können wir versuchen, ihn einzuschläfern. Die Flintlaw hat schon wieder aktiviert. Wir sind nochmal schneller, als wir schneller sind. Ah, natürlich nicht getroffen. Währenddessen ist Houndour schwer damit beschäftigt, sich zu stärken und uns zu schwächen, um uns wirklich viel Schaden zu machen, wenn er gleich mal angreift. Und wahrscheinlich sowieso Glut zu benutzen, sodass physischen Angriff zu erhöhen überhaupt nichts gebracht hat. Ich habe ganz vergessen, dass wir einen Quickball dabei haben. Wir sollten, falls wir nochmal einen Simsala sehen, einfach direkt einen Quickball draufwerfen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber das hat funktioniert. Yay, wir haben endlich ein Feuer-Pokémon dabei. In was, Folge 11? Hat eine ganze Weile gedauert. Das dunkle Pokémon. Hurra. Du bist männlich, dann bekommst du den Namen Willy nach dem Hund, den wir aktuell haben, der auch männlich ist. Dann heißt du jetzt Willy. Wunderbar. Jetzt muss ich Willy nur noch aus der Box mitnehmen. Sobald wir dann mal in die nächste Stadt kommen. Jetzt versuchen wir irgendwie noch für mal ein, zwei wilde Pokémon zu gucken, ob wir noch einen Simsala finden. Ansonsten gehen wir dann doch weiter. Weil auch nicht ewig hier in dem Wald rumhängen, in der Hoffnung irgendwann mal dieses eine Pokémon zu finden. Ja, vielleicht haben wir ja Glück, dass uns jetzt gleich nochmal ein Simsala über den Weg läuft. Das ist der Knuddeluft, das ist nicht ganz der Simsala. Das ist aber schon mal die richtige Generation. Wir kommen der ganzen Sache etwas näher. Und wenn es das jetzt nicht ist, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal wieder. Jo, dann werden wir wohl gehen. Dann werden wir uns mal auf den Weg zu neuen Abenteuern machen. Oder wir haben noch weitere Encounter, weil die Encounter-Rate gerade funktioniert. Ich möchte die immer noch nicht haben, auch wenn Machomai nicht schlecht wäre. Wir haben ein Capoeira. Das ist viel cooler. Und dann können wir auch mal Ewan, wo wir gerade von ihm sprechen, nach vorne schieben. Und dann machen wir uns mal
auf diese Seite von Route 205 auf und verprügeln mal ein paar Angler. Ja, da haben wir auch einen, der tatsächlich kämpfen möchte. Operator Mike. Ach, wie süß. Sollte aber keine großen Probleme bereiten. Das süße kleine Belossum. Das nimmt weniger Schaden, als ich dachte. Und es scheint Solarstrahl benutzen zu wollen, wenn es schon extra Sunny Day einsetzt. Okay, was genau hast du vor? Was ist deine Strategie? Erst sorgst du für Sonnenlicht, dann sorgst du dafür, dass wir weniger gut ausweichen können. Was ist der Plan hier? Wir können noch schlechter ausweichen. Vielleicht hat es noch keine Angriffsattacken. Wer weiß. Wahrscheinlich setzt es gleich Magical Leaf ein, das sowieso nie daneben geht, sodass es sich richtig gelohnt hat, unsere Ausweichchancen zu verringern. Nein, es hat Mega Drain. Okay. Natürlich kriegt es den Crit. So wie ich das auch gehört. Ohne den Crit wäre es jetzt nämlich auch draufgegangen. Weil sich dann nicht so viel zurückgeheilt hätte. Aber jetzt ist dieses Belossum auch erledigt. Das hat sich als ein größeres Problem dargestellt, als ich erwartet hatte. Wenn nicht, dass es jetzt ein großes Problem war, aber ich hatte damit gerechnet, dass es schneller umfällt. Operator Mike ist erledigt. Okay. Es beißt nichts an. Das Problem kenne ich, Kollege. Das Problem kenne ich zur Genüge. Rachel. Rachel hat einen Ursaring. Da es ein Trainer mit 6 Pokémon ist, wird das der eine Trainer sein, der normalerweise 6 Carpadors dabei hat, die einfach immer um 2 Level höher werden. Oder so ein Kram, sowas ähnlich Nutzloses. Also ein Ursaring bringt zumindest Erfahrungspunkte. Oh, Regice. Okay. Das würde jetzt wahrscheinlich immer explodieren, weil Regice das so gerne tun. Wir sollten trotzdem Rock smashen können. Ah, es hat soeben nicht gereicht. Es ist nicht explodiert, ich bin zutiefst überrascht. Dass es Regice uns nicht ins Gesicht explodiert ist. Hat aber unsere Geschwindigkeit verringert, wir sind trotzdem schneller und Regice ist trotzdem erledigt. Nochmal viele Erfahrungspunkte. Schmeiß bitte noch ein paar niedriglevelige Legendäre auf mich. Er ist nicht ganz ein niedrigleveliges Legendäres. Auch wenn Vulpix hervorragend ist, aber es ist nicht ganz legendär. Ja, mal Floppy draufsetzen. Das ist ein interessanter Sprite. Sag ich jetzt nichts zu. Ist vielleicht besser. Und das Vulpix ist erledigt. Ist deutlich besser als die Carpadors, die er wahrscheinlich sonst hat, die einem deutlich weniger Erfahrungspunkte bringen würden. Noch bleiben wir mit Floppy eigentlich drin, gegen das Aerodactyl. Sollte mit Psystrahl eigentlich ganz gut mit klarkommen. Oh Gott. Er zwingt uns dazu auszuwechseln. In etwas, das vermutlich etwas weniger gut ist. Dann setzt das Egelsamen ein. Damit das Ganze gleich ein bisschen schneller geht. Oder wer auch immer halt als nächstes kommt, geheilt wird. Ich frage mich, ob der was anderes hat als Raw. Kann er uns überhaupt angreifen? Oder wechselt er jetzt einfach nur unser Team durch? Er kann noch was anderes. Okay, es ist confirmed. Er kann noch was anderes machen, als Raw zu drücken. Nicht, dass ihm das noch hilft. Okay, mit Level 14 ist es wahrscheinlich auch sein stärkstes gewesen. So, noch ein Grottle. Ich wünsche, wir hätten Willi schon dabei. Dann setzen wir einfach Underwood dagegen ein. Der sollte sich damit eigentlich ganz gut umgehen können. Na, Finte. Schau mal, wie viel Schaden das macht. Es macht mehr als halb Schaden, das ist gut. Dann ist Grottle ja jetzt auch schon erledigt und dann schauen wir mal, was sein letztes Pokémon ist. Ist ja nicht so, als würde der Kampf nicht lange dauern. Aber wenigstens kriegen wir Erfahrungspunkte.
Ein Electrike. Haben wir irgendwas, was Bodenattacken hat? Haben wir noch nicht. Dann bleiben wir halt einfach drin. Schon okay. Das kleine Blitzel. Heißt es Blitzel? Ich bin mit den deutschen Pokémon-Namen nicht mal 100% vertraut. Und das war sein stärkstes mit Level 16 und das hat jetzt nicht lange überlebt. Stimmt, er hat wahrscheinlich ein Kaputt, das tatsächlich angreifen kann. Wahnsinn. So, dann können wir das Team mal wieder ein bisschen umstrukturieren. Kann Blitz mal wieder nach vorne. Und schauen wir mal, ob der hier auch noch kämpfen möchte. Möchte er, ja. Er hat ein paar starke Pokémon geangelt. Na, schauen wir doch mal, was er für starke Pokémon geangelt hat. Drei Stück davon. Stacy. Okay, ich sehe bis jetzt noch keine starken Pokémon, die du besorgt hast. Einmal ins Gesicht treten. Oh, das hat's überlebt. Ich vergesse immer, dass Elekid so miese Stats hat. Bis es dann irgendwann mal entwickelt ist. Oh, natürlich ist direkt unsere... Einmal die Genauigkeit runtergesetzt. Sofort gehen alle Ruckzuck-Attacken, Ruckzuck-Hiebe sofort daneben. Natürlich, instant. Ich hasse genauigkeitsverringernde Moves. Die funktionieren für Bots immer viel zu gut. Das ist ein Remoraid, da können wir mal drin bleiben. Haben wir wahrscheinlich hätten austauschen sollen, aufgrund der verringerten Genauigkeit. Und aufgrund der Tatsache, dass Elekid einfach wirklich keine vernünftigen Stats hat. Und natürlich noch gekrittet wird. Der Blitz hat wirklich nicht die beste Zeit. So allgemein. Er hat einfach kein Glück. Aber das sollte mit einem Rankenhieb erledigt sein, das Remoraid. Bye bye. Ich war noch dabei zu überlegen, wen ich denn austauschen soll für Willi, für unser Houndour. Aber es wird wohl dann auf Blitz hinauslaufen. So sehr ich Elektro-Pokémon mag und so sehr ich Elekid eigentlich mag, sobald es dann irgendwann mal entwickelt ist, sehe ich nicht, dass wir, sehe ich die Wahrscheinlichkeit nicht als allzu hoch, dass wir tatsächlich das Entwicklungs-Item dafür finden. Und Elekid selber ist halt bis Level 30 ein Problem. Von daher werden wir das dann wohl auswechseln. Ich hätte vielleicht ein paar von den Trainern hier dann stehen lassen sollen für die Erfahrungspunkte für Willi, aber wir werden noch genug Trainer auf dem Weg finden. Das ist ein Lucky Egg, das ist hervorragend. Das ist so ziemlich das beste Item, was man findet. Ich sollte es nicht wegschmeißen aus Versehen. Das ist auf jeden Fall was, das wir Willi geben können, damit er schnelle Erfahrungspunkte kriegt. Sobald wir ihn dann aus der Box geholt haben. Dann können wir noch die Bären hier mitnehmen. Oranberry. Und noch eine Oranberry. Und das sollte eine Patcherberry sein, genau. Und das ist eine Cherryberry. Also wenn sie Leopardberries hier hinsetzen würden, würde ich die auch tatsächlich anpflanzen. Also was Nützliches dürfen sie uns natürlich noch nicht geben, so früh im Spiel. Wäre frech, wenn wir unsere AP einfach heilen könnten. Und Morwild, dich wollen wir auch nicht haben. Du hast noch keine Mega-Evolution. Von daher bist du noch nicht nützlich. Dann haben wir eine Ordincense. Was macht denn die noch gleich? Die haben ja alle irgendwelche komischen Effekte. Psycho-Attacken verstärken. Hm? Dann kann Floppy das haben. Solange. Den Smokeball brauchen wir nicht unbedingt. Und da aktuell seine Nummer 1 Angriffsmöglichkeit Psystrahl ist, ist es ganz nützlich. Und das ist ein Blitzer und das möchte ich haben. Bitte, danke. Wie greifen wir es am besten an? Indem wir es tackeln, schätze ich. Das hat gut funktioniert. Dann kommt Jack bitte, um es einzuschläfern, denn ich möchte dieses Blitzer haben. Ja, verringert ruhig meine Verteidigung, das ist kein Problem. Schlafpuder hat auch getroffen. Ist wirklich überraschend genau damit. Gute Arbeit, Jack. Bin stolz auf dich. Jetzt schmeißen wir mal Pokebälle drauf. Fleißig. Und wir haben es schon geschafft, ein anderes Pokémon diese Folge zu fangen. Würde es ein zweites geben. Seinen Fangrausch hätten wir schon lange nicht mehr gehabt. Eins und zwei und drei. Ja!
Da haben wir einen Blitzer gefangen. Das freut mich. Und trotzdem, alle Pokémon, die wir fangen, sind männlich. Alle. Wie nennen wir dich denn mal? Wir haben schon jemanden Blitz genannt. Dann nennen wir dich doch einfach... irgendwas mit N. Nennen wir dich... nennen wir dich doch einfach Nicholas. Nach einem der großartigsten Wrestling-Champions aller Zeiten. So, jetzt muss ich ernsthaft überlegen, was ich außer Elekid noch aus dem Team rauspacke, weil ich jetzt zwei Pokémon dabei haben will. Außerdem haben wir es nach Eternal City geschafft. Hurra. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich habe noch keins. Halt mir das nicht vor, du Käfersammler, du. Jetzt gehen wir erstmal heilen und unser Team ändern. Jetzt, wo sich mal ein paar Pokémon gefangen haben, sollten wir das ausnutzen. Also ich will auf jeden Fall mit dieser Knosp behalten. Wir wollen auf jeden Fall unseren Starter behalten. Und ich will auf jeden Fall Floppy behalten. Also bleibt nicht mehr viel übrig, dass wir austauschen können. Move-Pokémon. Okay, wir wollen auf jeden Fall Willy mitnehmen. In unsere Party. Wir brauchen eigentlich nicht zwei Unlicht-Pokémon, von daher können wir, schätze ich, Underwood raussetzen. Außerdem sollten wir sein Item noch mitnehmen. Ja, den Razor Fang. Und dann nehmen wir Nicholas mit. Für das Elekid. Und dann sollten wir Elekid auch noch das Item abnehmen. So, das ist schon besser. Dann geben wir in unsere Items. Und dann geben wir das Lucky Egg an Willy. Und dann können wir den Razor Fang an Nicholas geben. Und dann können wir uns unsere Pokémon jetzt erstmal anschauen. Nachdem wir ein bisschen rumgeswitcht haben in der Party. Das dahin. Floppy mit Jack tauschen. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Was hast du überhaupt an Attacken? Du hast Howl, Smog, Ember, Leer, okay. Nicholas, du hast noch nichts Nützliches, wie das bei den Evoli-Evolutionen leider so oft ist. Dass sie für lange nichts Sinnvolles haben. Das ist eine Lonely Nature. Das ist eine Serious Nature. Jetzt habe ich natürlich gerade meine Hilfeseite für die Natures nicht offen. Da müssen wir beim nächsten Mal nochmal genau nachschauen, was das eigentlich genau alles macht. Und dann können wir mal noch nachschauen, was hatte ich an TMs. Kann einer von euch beiden Extrasensory lernen? Nein. Kann einer von euch beiden U-Turn lernen? Nein. Na gut, dann halt nicht. Dann heilen wir nochmal durch, obwohl wir es nicht müssen. Reflexartig nochmal mit Schwester Joy gesprochen. Ja, danke, dass du meine Pokémon vorgeheilt hast. Dann können wir mal mit ein paar Leuten hier in der Stadt reden. Team Black hat deinen Pokémon geklaut. Ja, das ist tragisch. Welche Pokémon hat... Poketch-App. Okay, jetzt haben wir den Friendship-Checker bekommen. Yay, eine neue Poketch-App. Pokémon-Umfeld... Ja, es kann immer noch VMs benutzen, wenn ein Pokémon K.O. ist. Das ist auch etwas, was wir nie geändert haben. Ich habe hier überall Team Galactic-Typen rum. Team Galactic hat ein eigenes Gebäude. Das ist ein Untergrundmann, scheinbar. Hey, du Trainer, okay, du siehst stark. Ja, ich sehe stark aus, deshalb will er sich nicht mit mir anlegen. Das ist eine weise Entscheidung von dir. Oh, hey, Dexter, lange nicht gesehen. Ich bin nicht wirklich hingekommen, die Pokémon-Statue zu sehen, aber ich bin einmal in der Stadt gewesen. Ich will nicht mit dir mitlaufen, ich will die Stadt erkunden. Mensch. Was zum... Da steht schon wieder dieser komische blauhaarige Typ, dieser Cyrus, den wir schon mal am See getroffen haben, ganz am Anfang des Spiels. Das ist Eternas Pokémon-Statue, das ist sie in der Tat. Blabla, blabla, legendäre Pokémon. Ja, ja, die haben Raum und Zeit erschaffen. Geh bitte, du hättest auch einfach um uns rumlaufen können, war genug Platz, Kollege. Frech. Als wir zusammengepuppelt sind, ist dir irgendwas Tolles eingefallen?
Ja, das ist eine gute Strategie, Dexter. Sorg dafür, dass alle deine Attacken treffen und sorg dafür, dass der Gegner daneben haut. Das ist eine hervorragende Strategie. Im Anime funktioniert die auch, wenn man dem Pokémon sagt, Pikachu, weich aus, dann geht's halt einfach aus dem Weg. Leider kann man das im Spiel nicht. Ich wünschte, man könnte. Ja, schau dir die Stadt, ich werde mir die Statue anschauen. Das ist eine Pokémon-Statue. Die ist schön. Ist sie nicht hübsch? So, ich habe mir die Statue angeguckt. Wir sagen, das ist ein total tolles Pokémon. Das glaube ich auch. Stehen noch mehr Typen, Team Galactic-Typen rum. Die sagen, wir sollen von der Pokémon-Statue wegbleiben. Was haben wir hier? Ist wahrscheinlich nur noch mal eine Karte von Eterna. Ist nur noch mal eine Karte von Eterna. Wir haben Route 211. Die schauen wir uns irgendwann mal an. Also wollen wir mit den ganzen Leuten in der Stadt reden, die Stadt weiter erkunden. Bevor wir anfangen, das Umfeld schon direkt weiter zu erkunden. Was bist du? Du bist der Erbshop, den brauchen wir nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Pokémon uns weniger mögen. Ja, die Leute sollten dringend Heil-Items erfinden, die nicht bitter sind und trotzdem besser sind als die eigentlichen. Scheinbar werden wir nur noch unterbrochen in dieser Stadt. Ja, das Ding, das du da hast, ist es ein Pokédex? In der Tat, es ist ein Pokédex. Ich weiß noch nicht, wie du gesehen hast, dass ich den hab, weil er vermutlich in meiner Tasche steckt und ich nicht in der Hand mit dem Ding rumlaufe. Hoffe ich. Wie ist mein Name? Mein Name ist Tia. Hallo Tia. Ja, merkt ihr den Namen? Er ist nicht so schwer zu merken. Das ist nämlich dein Name. Mit ein paar Buchstaben weniger. Genau. Cynthia. Du bist ein Trainer, genauso wie wir. GS Pokémon Mythologie. Wahnsinn. Da ist eine Statue, die habe ich schon gesehen. Soll ein sehr starkes Pokémon gewesen sein. Legendäre Pokémon sind es in der Regel. Denn schon mal hat man noch das Pech und hat dann keine guten legendären Pokémon, aber die meisten davon sind nicht übel. Hey, Zerschneider! Hurra! Eine so tolle Attacke. Ja, da können wir an Orte gehen, an die wir vorher nicht rangekommen sind. Wie zum Beispiel durch diese Bäume, die hier stehen. Und damit haut's auch ab. Team Galactic Building. Okay. Schön, dass Team Galactic hier einfach sein Hauptquartier rumstehen hat. Und was hast du zu erzählen? Der Team Galactic hat das Pokémon deines Kumpels geklaut. Dann solltest du es zurückholen. Kollege, das kannst du doch bestimmt. Was hast du zu erzählen? Der Manager ist gegangen. Ich wollte aber ein Fahrrad kaufen. Kann ich Geld aus der Kassette nehmen? Nein. Kann ich einfach ein Fahrrad mitnehmen? Nein? Warum denn nicht? Ich will ein Fahrrad haben, um mich schneller zu bewegen als mit dem Rennknopf. Wenn nicht, dass ich das Fahrrad großartig oft benutzen werde. Schließlich kann ich rennen, was nicht so viel langsamer ist und deutlich genauer ist. Aber ich will das Fahrrad trotzdem haben. Die sagen, es ist eine alte Stadt. Die meisten Städte sind alt. Ist halt einfach so. Ja. Seit Team Galactic Gebäude hier hingestellt hat, ist die Umgebung etwas unheimlicher geworden. Mit Komfort. Was haben wir hier? Scope Lens. Schön, unsere Genauigkeit wieder erhöhen zu können. Durch Trage-Item. Schauen wir noch in den Markt rein. Die sollten zwar, glaube ich, nichts Sinnvolles Neues haben, wenn sie überhaupt was Neues haben. Nee, erst nach dem nächsten Orden, glaube ich. Dass sich der Inhalt wieder ändert. Das heißt, hier gibt es nichts Gutes zu kaufen. Ja, ich habe auch mein Fluchtseil dabei, Kollege. Das ist immer gut zu haben. Ja, das ist immer das enorme Problem, wenn man in einer Gegend aufwächst, wo schon spätere Arenaleiter sind und nicht die ersten. Da hat man plötzlich einen Arenaleiter direkt vor der Haustür, der viel stärker ist, als man das selber ist. Das ist immer so ärgerlich. Ich weiß nicht, wie die Leute aufwachsen, die tatsächlich irgendwie in der Stadt der 8. Arena dann da aufwachsen und eben keine Fortschritte machen, weil viel zu starke Trainer vor der Tür haben. Ich habe tatsächlich keinen Explorer-Kit. Kann ich ohne das Explorer-Kit nicht gehen? Ich kann das ohne das Explorer-Kit gehen. Solltest ein Fahrrad besorgen, wenn du hier bist? Ja, das sollte ich. Außerdem steht da jemand scheinbar vor der Arena. Mir sieht wichtig aus. Aber da würde ich sagen, bevor wir uns an weitere wichtige Leute in dieser Stadt machen, machen wir hier an dieser Stelle eine kleine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit dieser wichtig aussehenden Person vor der Arena sprechen und vielleicht schon in die Arena reingehen
und vielleicht schon die Arena beschlagen und vielleicht dann schon weitere Sachen machen. Wir schauen mal, was beim nächsten Mal so passiert. Bis dahin, Aloha!